Es ist vielleicht ganz interessant, sich klarzumachen, dass an einem Samstag ca. 200.000 Leute in die Bundesliga-Stadien gehen, dass allerdings eine Stunde später bereits ca. 20 Millionen sich eben diese Geschehnisse in der Sportschau ansehen können. Das Verhältnis bei einem WM-Endspiel ist vielleicht noch krasser: 80.000 im Stadion, 800 Millionen bis 1 Milliarde überall in der Welt vor den Fernsehschirmen. Und wie nun eine solche Fernsehaufzeichnung gemacht wird, das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Samstag, Olympiastadion München. Zeit 13.30 Uhr. Noch haben sich nur wenige Zuschauer im weiten Rund des Stadions eingefunden. Noch sind es 2 Stunden bis zum Anpfiff des Bundesliga-Spitzenspiels Bayern München gegen den Hamburger SV, von dem Ausschnitte in der Sportschau gesendet werden sollen. Auch die Fernsehkameras sind scheinbar noch nicht in Betrieb. Unter den Tribünen wird jedoch schon seit Stunden gearbeitet. Schon am frühen Vormittag sind die 40 Tonnen schweren Übertragungswagen ins Olympiastadion gebracht worden. Der Bildtechniker im Ü-Wagen bereitet die Kameras für die Aufnahme vor. Eine mehrstündige Arbeit. Ja, das war der falsche. Ja. Also okay, Daddy. Ja, lass es stehen. Der Toningenieur hat seine Mikrofone bereits aufgestellt. Er steckt seine Leitungen, prüft seine Geräte vor der Aufnahme. Freimann für Ü-Wagen, bitte. Geht Freimann? Ja, Herr Strebel, die Post hat den Messton weggenommen. Können wir dann mal die Modulation pegeln? 14.30 Uhr, noch eine Stunde bis zum Anpfiff. Das Stadion füllt sich langsam. Ganz gut. Schwing einfach mal kurz rüber. Ganz zügig. Der Bildregisseur legt mit den Kameraleuten die Bildausschnitte fest. Okay. Und an alles andere wie gehabt, legen wir uns bitte bei der Ecke, Pauli, legen wir uns so fest, dass du immer so halb total fahren wir hin zur Ecke, auf die Eckfahne. Auf, ja, dass du das. Ja, genau. Weißt, ja, und auch drüben kannst du mal das Tor mit reinnehmen oder auch halb total sein. Sowas, Größenordnung. Okay. Und jetzt kommt der Peter. Wir machen es so, Peter, bei der Ecke, damit das zusammenstimmt, immer den Torraum. So, du kannst einmal näher beginnen und dann kannst du etwas aufziehen. Die Kameraleute proben ihre Einstellungen. Von ihnen hängt es nun wesentlich mit ab, ob der Zuschauer einige Stunden später zu Hause einen informativen Bericht über das Spiel erhält, ob alle wesentlichen Szenen gut eingefangen werden. Für die Übertragung des Spiels fehlt nur noch eine Person, der Reporter. Ein Blick in die Sprecherkabinen. Sie sind leer. Wo ist der Reporter? Wenn nur kurze Spielausschnitte gesendet werden sollen, wie in diesem Fall, ist es oft aus vielen Gründen nicht möglich, dass der Reporter direkt im Stadion ist. Er hat im Stadion nicht die technische Möglichkeit, seinen Bericht schnell fertigzustellen, denn der soll ja spätestens eine Stunde nach dem Abpfiff gesendet werden. In unserem Fall sitzt der Reporter im 5 Kilometer entfernten Fernsehstudio München-Freimann und führt gerade ein letztes Gespräch mit den Redakteuren der Sportschau in Köln. Staniek? Danke. Hallo? Hallo, Köln? Staniek, grüß Sie. Haben wir denn den Herrn Roth oder jemanden da? Danke. Herr Roth, grüß Sie. Servus. Herr Roth, in aller Kürze, weil wir hier noch ein bisschen zu tun haben, wie lang denn? Was? 7 bloß? Für dieses Spitzenspiel? Im Nebenraum bereitet inzwischen ein MAZ-Techniker die Aufzeichnungsmaschine vor. MAZ, das bedeutet Magnetaufzeichnung. Man muss sich dieses Gerät wie ein übergroßes, sehr kompliziertes Tonbandgerät vorstellen. Mit einem wesentlichen Unterschied allerdings, es zeichnet Bild und Ton auf und ist wesentlich teurer. Es kostet etwa 500.000 Mark. Ja, Herr Magra, haben Sie die Mannschaften? Ich habe die Mannschaften. Okay, dann Nummer nach, bitte. Die Nummer 1. Meier. Hammer. 2. Holzmann. Ja. 3. Dürrenberger. Nun sind es nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Der Bildregisseur im Ü-Wagen hat die Mannschaftsaufstellungen erhalten und gibt sie dem Reporter im Fernsehstudio durch. 5 Hidien.
Ja. Sie, Herr Magerer, haben Sie schon irgendwas über Zuschauerzahlen? Bitte? Ob Sie schon irgendetwas über Zuschauerzahlen haben? Nein, noch nicht. Das ist ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Es ist ganz, die Gegentribüne ist ganz ordentlich besetzt, wie man sieht. Schauen Sie, die haben es jetzt ein Bild. Das Spiel hat begonnen. Zusammen mit einem Techniker beobachtet Eberhard Staniek aufmerksam die Begegnung. Er überlegt sich jetzt schon, welche Spielzüge er für die Reportage auswählen wird. Hm? Ich schreibe mal mit Fragezeichen auf. 2,25 war Ende. Oh, nicht einmal heben kann er. Oh. Aber das sieht man ja alles nicht. Machen wir mal Zeitlupe. Oft werden einzelne Aktionen verlangsamt wiederholt. Man nennt dies Zeitlupe. Die komplizierte Zeitlupenmaschine wird von diesem Steuerpult aus bedient. Die war zu schnell. 45, gell? Geht schon. Aber der legte sich hinten den Ball zurecht. Laufen, rennen, rennen. Schau mal, das hätte man wieder nicht sehen. Der fährt jedes Mal zu eng. Herr Magerer, fahrt doch bitte die eine Kamera, die Führkamera, ein bisschen totaler. Da passieren immer wieder Dinge, dass man nicht sieht, wer schießt oder köpft, wie gerade und vorher auch schon zweimal. Okay. Jetzt hast du ihn drauf. Das Spiel ist zu Ende. Jetzt werden die Szenen herausgesucht, die gesendet werden sollen. Okay, ja. Das lass mal laufen, da können wir sie kurz vorstellen. Schön, das ist ein guter Einstieg. Und raus. Das Aneinanderhängen der ausgewählten Spielszene nennt man Schneiden. Eine Arbeit, die eine hohe Reaktionsfähigkeit erfordert. Der Techniker muss dazu eine aufwendige Elektronik bedienen. Gut. Wir sind bis dahin 2,35. Wie viel? 2,35 haben wir bis dahin. Aha. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt mal bitte zu 27,30. 20, nimm 20. Der Bericht muss sehr schnell fertiggestellt werden. Meist bleibt kaum eine Stunde Zeit zwischen Abpfiff und Sendung. Wenig Zeit für den Techniker, wenig Zeit aber auch für den Reporter, der seinen Kommentar verfasst haben muss, wenn der Moderator in Köln den Beitrag der Sportschau abruft. Eberhard Staniek war im Münchner Stadion und berichtet von dieser Begegnung Bayern gegen HSV. Hochgespannte Erwartungen, angenehmes Wetter, ergo über 50.000 Zuschauer im Münchner Olympiastadion, die Bayern ganz in Weiß. Jetzt beginnt für den Sportreporter die Arbeit, von der der Zuschauer meint, sie sei seine einzige. Den Hauptteil seiner Arbeit hat er zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich. Als Beispiel haben wir uns übrigens ein älteres Spiel ausgesucht.